Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, was beschäftigt dich denn? Blumen sind das Parfum der Erde. Sie sind wunderschön, doch so zerbrechlich. Und manche haben Dornen. Sie sind wie das Leben selbst. Ja, und wie steht's um unser kleines Königreich? Alles bereit, Meister Ehemann. Sehr gut. Wir stinken. Ich habe vergessen, mich zu waschen. Peinlich. Aber immerhin waren wir nicht dreckig genug, dass unsere Frau der Meinung war, uns waschen zu müssen. Das kann nämlich auch passieren. So. Ja, wir haben die Quests alle erledigt. Das heißt, wir können weitermachen mit dem Bau. Jetzt muss ich mal nur gerade das Inventar ein bisschen leer räumen. Bierflasche. Holzteller-Stücke, Weizen, Wolgan. Wir brauchen auf jeden Fall Steine und Bretter. So viel ist mal klar. Steine. Weil es sind noch einige Steinmauern, die wir machen müssen. Kilo. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir das mal so. Und dann einen Gewichtstrank. Und die Tollkirschen kann ich noch abgeben, sehe ich gerade. Ja, vielleicht können wir dann doch noch ein paar. Mann, das bringt insgesamt nicht viel. Ja, würde zwei Steine oder so ausmachen. Lassen wir. Wenigstens ist jetzt schönes Wetter. Und hier haben wir auch noch Tollkirschen. Müssen wir auch noch sammeln, ne? Aber jetzt will ich gerade erstmal hier ein bisschen bauen. Ich habe zu viele Bretter und zu wenig Steine. Das ist eindeutig festzustellen. Was habe ich da eigentlich gebaut? Das müsste ein Haus sein, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, dann können wir zumindest den Bretterzaun hier noch fertig machen. Achso, und 6 Stöcke brauche ich noch, ne? So, damit haben wir das zumindest mal erledigt. Jetzt brauchen wir noch 6 Stöcke. 5, 6. So, dann brauchen wir erstmal nur Steine und später dann Holzbalken. Jetzt nehmen wir aber erstmal die Steine. Das Haus dahin bauen. So, Steine. Wir können 53 Kilo. Gehen auch. Der Weg ist ja nicht weit. Da können wir das auch mal. Können wir ein bisschen Überlast machen.
Nicht wahr? Tybalda. Dann bauen wir gerade mal das hier. Da brauchen wir 10 Steine. So. Dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Hoppala. So. Bisschen zu Atem kommen lassen. Ein klein wenig zu Atem kommen lassen. Ich glaube, dann können wir gleich nochmal einen Schwung Steine mitnehmen. Sechs und 24, das heißt 30. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, brauchen wir 30 Steine. 30 Steine, 10 Holzbalken. Gucken wir mal, ob wir das mitkriegen. Und dann auch wieder viele, viele Steine. Vielleicht sollte ich auch zum anderen Material lagern. Ich glaube, das ist näher, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Fällt mir da gerade so ein. 30 Steine und 10 Holz. Ja, passt. Sieht nicht verkehrt aus. Hier fehlen auch noch Fensterläden, ne? Sehe ich gerade. Müssen wir auch noch fertig machen mit der Deko. Unbedingt. Ja, das Materiallager wäre näher. So. Dann kloppen wir die Steine mal rein. Hä? Wieso brauche ich hier nur 8? Okay, ich dachte immer, es wären 10. So, hier ist natürlich die Tür. Fenster geht hier auch klar. Hier eine einfache Wand geht auch klar. Hier würde ich aber fast ein Fenster hinmachen. Da machen wir natürlich auch Stein. Hier würde ich auch ein Fenster hinmachen. Achso, da ist schon eines. Na, dann machen wir hier keines hin. Ja, und hier machen wir auch keines hin. Das geht klar. Achso, hier oben haben wir ja noch. Und dann hier natürlich das das Dach. So. Passt. Ach, 10 war, 10 sind das, wenn das ein großes Haus ist. Die haben 10. Und das ist ja hier nur ein kleines. Stimmt. Das ist der Grund. So, was fehlt denn? Schmiede, Eisen. Ne, Kupfererz fehlt.
Ich dachte, ich hätte so viel. Kupfererz. Verkaufe ich Kupfer? Das ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen. Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir gerade mal los und besorgen Kupfer. Oh, die Bäume wären richtig schön. Die auch, wenn sie mal größer sind. Dann besorgen wir gerade mal Kupfer. Nehme ich noch ein paar Gewichtstränke mit. Und eine Eisenhacke. Ne, eine Eisenspitzhacke brauchen wir ja. Sowas. So, Eisenspitzhacke auf die 2. So, dann holen wir mal. Guten Tag, ihr zwei. Dann holen wir mal einen ganzen Schwung. Die sind am Säen, das ist gut. Ja, die sollten das auch gut fertig kriegen. Wir sind jetzt Tag 4, da haben sie. Und wir haben nicht mehr viel zu tun. Das ist ja der Vorteil im Sommer. Da haben wir rote Beete und Möhren. Dann besorgen wir mal Kupfer. Und vielleicht noch Eisen. Schauen wir mal. Hi. Aber Kupfer ist einfacher zu besorgen. Da muss ich nicht so tief in die Mine. Das war knapp. Ich hätte fast Scheitel gezogen mit der Spitzhacke, mein Lieber. Und nicht mal was dafür gekonnt. So, wir machen hier gerade mal. Plopp. Einer geht noch. So. Dass wir da ein bisschen Erz für die Schmiede haben. Da muss ich echt gucken, dass wir da wieder ja, dass wir mehr Minenarbeiter kriegen. So. Kupfer, Erz und Steine. Dann gleich mal wieder zurück in die Mine. So sieht das Wasser einfach schön aus. Ja, das sind alles so kleine Bugs, die natürlich in der Public Stage Version, also in der quasi in der Open Beta passieren können. Und muss man immer mit rechnen. Kann auch zu schlimmeren Fehlern führen. So ein einziges Mal habe ich es nur zufällig mitgekriegt, also nicht selber erlebt, aber mitgekriegt, dass wohl auch mal die Gefahr bestand, dass ein Spielstand zerschossen ist. Damit muss man halt bei sowas rechnen. Also passiert eher selten, aber kann halt passieren.
Haben wir hier kein Kupfer? Doch, da. Deswegen Public Stage ist dann immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber wie gesagt, passiert. Eher nicht. Aber halt so kleine Fehler, wie jetzt die Anzeigefehler, wie man dafür ist, die Public Stage ja auch irgendwo da. Dass solche Bugs halt gefunden werden, bevor die Release-Version dann veröffentlicht wird. Die ist ja nicht grundlos, ne? So. Haben wir noch eine Fuhre, oder? Und dann können wir uns wieder unseren Bauprojekten widmen. Oh, ich muss unten bei der Schmiede mal vorbei und gucken, ob das mit den Barren jetzt besser ist, das Problem tatsächlich jetzt weg ist. Und unseren Obstkorb müssen wir auch angucken, ob da die Äpfel jetzt drin geblieben sind. Das ist ja alles nicht uninteressant, ne? Weil das wäre natürlich toll, wenn der Bug jetzt so weg ist, dass es einem da die Sachen durch die Gegend wirft. Dann macht das auch wieder sehr, sehr viel mehr Sinn, dass man da was gestaltet. So. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir dann wieder... Oh, was ist jetzt ausgegangen? Eisen wahrscheinlich, ne? Da müssten wir noch eine Fuhre Eisen holen. Halt. So nicht. Lass mich raten. Eisenerz. Gehe mal auf 50 runter. Auf 40. 40 hat das eben recht gut funktioniert. Jetzt will ich aber erstmal gucken, ob wir ob das mit dem Laden funktioniert hat. Da bin ich mal überlegen, ob ich da auch noch irgendwie so kleine Zäunchen irgendwie setzen. Müssen wir mal gucken. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Muss ich echt sagen. Das sind so eine kleine optische Führung, aber halt nicht gleich so hohe Zäune. So, also die sind hier schon mal drin geblieben. Und die sind auch drin geblieben. Würde ja heißen, dass ich jetzt mal versuchen kann, die Pflaumen hier aufzusammeln. Na. Okay. An die kommen wir wohl nicht dran. So, einmal Korb.
natürlich gucken, dass ich die anderen zwei nicht runterkicke. Das wäre kontraproduktiv. Dann haben wir Pflaumen. Einmal. Ich mache die immer noch einzeln runter, weil wenn man gleich so viele auf einmal runterwirft, das geht oftmals nicht gut. Aber so einzeln geht es klar. Dich brauche ich. Das wäre so schön, wenn die jetzt tatsächlich so bleiben würden, wie sie bleiben sollen. Dann könnte ich auch meine Holzrehchen wieder in den Korb tun. Das Handelsware ausgegangen, da gucken wir gleich. Zwei sogar. So. Welche Handelsware fehlt denn? Rohstoffe. Weidenkisten, okay. Ja, da haben wir auch eine Menge von verkauft. Eisenbarren verkaufen wir nicht. Leder, Pelz auch nicht. Federn, Wolle. Bretter. Brennholz, Weizenkorn, Roggenkorn, Karottensamen, Mohnsamen. Können wir alle nicht verkaufen, die brauchen wir, also die Dinge. Dung und Dünger auch nicht. Kalkstein sowieso nicht, Mehl nicht, Stroh nicht, Flachs nicht. Wollgarn, Wollstoff. Holzbecher, Schöpfkelle, großer Weidekorb können wir mal anfangen zu verkaufen. So 5%. Holzschalen. Machen wir auch mal 5%. Holzteller können wir auch mal 5%. Hölzerne Fiolen können wir auch mal 10%. Flakon aus Ton können wir auch mal 10%. 15. Tonvasen können wir auch verkaufen. So. Okay. Passt. So, da muss ich jetzt gerade mal gucken. Wie schaut es hier mit meinen Messern aus? Das sah aber letztes Mal schon sehr gut aus. Jawohl, sie sind immer noch drin. Ich habe das Gefühl, der Bug ist weg. Oder zumindest bei mir jetzt nicht mehr aktiv. Auch die hier. Sie bleiben dort drin, wo sie reingehören. Das wird eine unordentliche Eisenkiste. Sehr schön, weil dann macht das auch mal wieder Sinn, dass man die... Ups. Dass man die einsortiert. Und man nicht wieder Sorge haben muss, dass die einen gleich wieder rauswirft. Sollte ich meine Holzlager auch wieder auffüllen können. Sehr schön.
Machen wir mal. Da noch mit rein. So, Weidekisten. So. Ich hoffe, das passt jetzt so. Aber bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus, dass das wirklich da bleibt, wo es hingehört. Wo ich es gerne hätte. Oh, hier können wir auch noch schön... Da muss ich mal gucken, ob ich da noch so einen niedrigen Zaun hinmache oder nicht. Gucken wir mal. Da müssen wir echt noch... Oh. Bilsenkraut. So, mal gucken, wie wir das noch machen mit den ganzen verschiedenen Zäunen und... Hier sind wir. Okay. Ja, da müssen wir weiterbauen. Da brauchen wir also Stein. Stein und... Oh, das sieht auch herrlich aus. Doch, das gefällt mir gut. Richtig, richtig gut. So, haben wir hier noch irgendwas, was hier reingehört? Bilsenkraut, Wegwarte. Und die... Eisenspitzhacke kann ich darüber tun. Den Kupferhammer brauche ich auch nicht mitschleppen. Den Recurve-Bogen aktuell auch nicht. So, und schon haben wir wieder mehr Platz. Jetzt können wir 66 Steine mitnehmen. Das ist doch mal eine Ansage. Ah, ne. 56. Aber so ist auch okay. Es ist ja, wie gesagt, alles kein weiter Weg. Da macht das minimale Überladen jetzt gar nicht mal so viel aus. Holzstämme holen wir gleich noch. Jetzt machen wir gerade mal die Steine hier rein. Und dann holen wir ein paar Holzstämme und bollern die dann noch rein. Mit ein bisschen Glück reicht's. Könnte. Doch, müsste reichen. Hier 8. Da auch nochmal 8 und oben 4. Müsste genau reichen, wenn ich mich nicht vertue. Und hier jetzt noch 4. Genau. Passt. So, wir brauchen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Holzstämme. Dann holen wir die geschwind mal. 17 Holzstämme und natürlich noch ein paar Bretter. So geht das klar.
Tiedeliedelei. Bom. Machen wir mal das Dach soweit auch fertig, wie es schon geht. Die Holzstämme habe ich ja, glaube ich, dabei in der richtigen Menge. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, kriegen wir nämlich das Haus vielleicht heute noch fertig. Also zumindest den Rohbau hier fertig. Einen Stamm zu wenig? Echt jetzt? Das heißt, wir brauchen einen Stamm und 24 Bretter. So. Ein Stamm. 24 Bretter. Die machen wir jetzt noch rein. Dann haben wir zumindest den Rohbau von dem Gebäude fertig. Dann muss natürlich noch verkalkt werden. Und Fensterläden und sowas dran. Und dann haben wir es geschafft. Teppiche rein und Deko rein und überhaupt und Bewohner rein und jawohl. Fertig ist unser Haus. Sehr schön. Das Dorf wächst und wächst. Finde ich cool. Finde ich gut. Aber wie gesagt, das muss jetzt noch verputzt werden. Und dann Stein hingelegt. Wir waschen uns, wir trinken ein Schlückchen. Ja, wobei eine Suppe esse ich und dann damit werden wir auch. Verlieren wir auch Durst. Oder Fleisch mit Soße vielmehr. So. Durst ist zumindest genug gestillt. Wow, Entschuldigung, Schatz. So, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht, bis morgen früh. Guten Morgen, meine Liebe. How can I help you? Wie steht's denn um uns? Was beschäftigt dich so? Du bist so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Du hast so viel Liebe in mein Leben gebracht. Das ist unfassbar. Ich wünsche mir nichts mehr, als in deinen Armen alt werden zu dürfen. Ja, wie steht's um unser kleines Königreich? Es gibt keine Probleme. Das hört man doch gerne. Das ist genau das, was man hören will. So. Oh. Guckt sich schon mal das Haus an. Und? Was sagst du zu meiner Arbeit, Sibraf? Ich hoffe, sie gefällt dir. Auch so vom Standort und ich mag das Feld immer noch total. Gefällt mir richtig gut. So, Kalkstein brauchen wir. Und zwei Holzbalken, weil ich da will ja noch eine Bank davor zimmern. Dann brauchen wir Kalkstein. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir hier brauchen. Ich nehme mal 62 mit. Dann brauchen wir ein Leingarn, ein Leingewebe. Und drei Steine und ein Stock. Weil wir müssen ja eine Fackel dahinstellen, ne? Oh, und wir brauchen einen Gewichtstrank. Den brauchen wir auch. So, dann können wir hier nämlich...
So, die Bank hin tun. Ah, da hätte ich auch noch die Fackel eigentlich. Ja, da. Machen wir die hier hin. Dann machen wir die Fackel halt hier hin. Hier will ich nicht, weil dann kann es passieren, dass sich die Tür da drin verheddert. Das sieht dann doof aus. So, verputzen sollten wir heute noch hinkriegen. Hoffe ich doch. Aber das sollte locker drin sein. So, und dann habe ich nämlich die Folgen für diese Woche auch fertig aufgenommen. Ist jetzt schon Donnerstag, wo ich jetzt aufnehme. Normal mache ich es am Wochenends, aber sind momentan doch recht viele Spiele, die ich hier mache. Aber ich will jetzt auch nicht da groß weniger machen, weil ich habe jetzt dann ab übernächste Woche, Mittwoch, habe ich dann Urlaub. Und dann kann ich so richtig durchstarten. Zumindest also Hogwarts Legacy kann ich dann fertig aufnehmen. Zwei Kalksteine fehlen noch. Ist das jetzt dessen Ernst? Und Park Beyond können wir einiges machen. SnowRunner kann ich eine ganze Menge vorab aufnehmen, dass ich da dann zwar die Folgen habe, aber quasi ja, die jetzt nicht so zwingend immer so on point aufnehmen muss, sondern dass ich mir da ein gewisses Polster schaffen kann. So, sehr schön. Haben wir das fertig verkalkt? Passt. Jetzt mit der Bank und der Fackel gucke ich mal, ob ich... ich lasse es nicht so. Die weg. Die weg. So, wir brauchen nochmal Material. Und diesmal muss ich die Reihenfolge beachten. So, ein Holzstamm für die Bank. Vielleicht sollte ich hier auf Dings gehen, dann habe ich weniger anderes Krams dazwischen. Ein Holzstamm. Holzteller, Fiolen. Leingarn, Leingewebe haben wir sogar zurückbekommen. Steine haben wir auch drei. Das heißt, mir fehlt noch ein Stock. Cool. So, und dann machen wir das nämlich richtig. Erst die Fackel. Und dann die Bank. So ist das besser. Sehr schön. Dann hätten wir das jetzt auch fertig. Ja, und damit sage ich dann noch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge ist jetzt dann nämlich auch fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.